Moin. Was geht, was geht, was geht? Moment. Hilfe. Also, ich habe eine neue Maus. Und ja, heute haben wir ziemlich viel vor, sag ich jetzt mal. Ein bisschen was bauen, ein bisschen was. Ja, mal gucken einfach. Zeile, okay. Ja, und mal kicken. Oh, ein bisschen was ist schon drinnen, ne? Ah, geil, wir haben viele Storage Parts. Strings meine ich aber, da. Nice. Können wir den anhauen? Wo haben wir denn Granit? Ura. Ist ein bisschen was, das ist schon mal nice. Dann können wir das Rezept hier rauslöschen und jetzt mal wirklich einfach nur über Nice. Ja, und am Wochenende startet dann der Stream von für das End. Ja, und da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt mega nice. So. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Das wird auch noch nice. Da muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Aber ich habe da schon eine Top-Idee. So, wie viel? Okay, und Worte, Seeds. Okay, ich glaube, ich sollte das hier mal anpassen. Ich weiß aber noch nicht, wie genau. Ich höre schon was. Ja. So.
Aber dann können wir da unten bald mal anfangen. Aber vorher wollte ich hier mal gucken. Ja. Schön. Da ist ein bisschen viel weggekommen. Da können wir mal gucken. Ich wollte mal gucken, wie ich das mit dem Storage-Part weitermache. So. Machen wir das am geschicktesten mit den Bildern? Krass. Haben wir nicht mehr genügend. Okay. Okay, okay, okay. Das war dann nix. So.
Er sollte eigentlich gehen. Oh. Torch. Wollen wir mal den Mittelpunkt rausfinden. Zwar will ich die Sachen natürlich mittig sitzen, damit ich weiß, wo die sind. Okay, das ist wirklich hier. Nice. So, dadurch sollen dann weniger Sachen spawnen.
So. Muss ich hiervon ein paar mehr legen? Okay. Ich frage mich gerade, warum ich da nichts bekomme. Also, ich will mal einen Test machen. Okay, ich mach was anderes. So.
Wo sind die 160k hin? Dark Oak. So. Ich habe jetzt vor, da einfach irgendwie, keine Ahnung, die maximal große Truhe zu bauen und dort dann übelst viel reinzufeuern. Weil ich habe das Gefühl, dass ich Gegenstände verliere. So, so, ich will mal gucken, wie ich den infusen kann, RF Tools. Okay, das wird nix.
So. Ich will jetzt hier den bisschen ausbuddeln. Sollte passen. Ja. Oh Gott. Ich versuche gerade irgendwie gedanklich alles festzuhalten, wie ich das richtig mache. Und ich glaube, ein Bug in Refined Storage hat einen Haufen von meinen Items gelöscht. Guten Tag erstmal. Ich habe aber die ganze Zeit auf dich gewartet, weil wir haben gestern über was gesprochen und deswegen bin ich heute erst ein bisschen später angekommen. Ich habe schon extra was vorbereitet. Warte. Zwar habe ich Light Medica für Forge gefunden. So. Das sieht ja jetzt noch langweilig aus, ne? Das ist so ein... Der Totenkopf von gestern, den habe ich zusammen gebastelt und was heißt zusammengebastelt? Also ich habe wie heißt das gleich noch? Mit Light Medica konnte ich das Schema reinladen und habe das noch durch komplett Black Concrete ersetzt. Ja. Das will ich dann in der Mining Dimension bauen. Und hier dann reinsetzen. Genau, und dann machen wir hier ein bisschen Platz. Und ja. Jein. Ich wollte gucken. Ich kann ja mit RF-Tools und dem... Oh, wie heißt der Kack noch? Hier mit den Space Cards kann ich ja eine Space Chamber bauen und kann, wenn ich das hier gebaut habe, in RF-Tools abspeichern. Und dann kann ich das über den wiederholend über den Bilder bauen lassen. War die eine Idee. Und da kann ich halt auch sagen, okay, hey, nur schwarzer Concrete, das sieht nicht cool aus. Lass uns mal einen Mischmasch aus Blackstone und machen. Und dann kann ich den einfach abbauen lassen und mit RF-Tools einfach wieder aufbauen lassen mit anderen Gegenständen. Das war die Idee dahinter. Findest du? Ich
finde, das passt perfekt rein. Weil der Berg sieht ja noch relativ groß aus, da in Gegend. Holy, ich wurde vom Blitz getroffen. Ja, aber ich denke mal, das kommt dann ein bisschen später. Hehe. Was willst du denn jetzt? Ja. Also, kaum reden wir hier von böser Dekoration, werden wir vom Blitz getroffen. Das hat ja irgendwas zu bedeuten, würde ich sagen, ne? Aber ich finde eigentlich, das sieht voll nice aus. Ich glaube aber, der muss noch ein bisschen niedriger. Kann man dann hier einfach reinlaufen. Noch weiter nach... Ja, und hier, das hier sind so Wände, die hier eigentlich runtergehen. Ja, da hatte ich auch noch eine Idee. Also, die Position von dem Teil können wir später genauer festlegen. Aber wenn ich das jetzt mal hoch mache und zu mir hin. Ja, die Nether Bricks wollte ich lassen, deswegen hatte ich die auch so gelassen. Die wollte ich gesondert lassen. Aber was ich mir halt noch gedacht habe, war... den Unterkiefer mit Create als Tür zu benutzen. Das heißt, wenn die Tür geschlossen ist, ist der Mund zu oder so ein bisschen zu. Das heißt, vielleicht ist hier nur so ein Block dazwischen Platz oder so. Und wenn wir dann die Tür öffnen, können wir den nach unten fahren lassen. So, und was halt noch eine Idee war, deswegen habe ich die Hohlräume hier hinter noch freigelassen, dass man dahinter dann irgendwie irgendwas so baut, dass das aussieht, als ob die Augen glühen würden. Irgendwie sowas. Das Coole mit dem Shader... fängt halt das, die Nether Bricks an zu leuchten. Das... Ja. Ja, ich weiß aber nicht, ob Lava zu hell ist. Ja, oh Gott. Ja, genau, irgendwie sowas.
So, dann. Ja, das wäre die eine Idee gewesen. Ja, genau. So, ich fülle jetzt hier alles wieder auf. Und hol mir, wie heißt es gleich noch, Dirt wieder zurück, weil irgendwie ist das verschwunden. Und dann habe ich hier eigentlich eine große Fläche aufgefüllt, sodass hier eigentlich relativ wenig dann spawnen sollte. Das war der eigentliche Grund. Ich vermute, dass der RF-Storage nicht erkannt hat, dass der, wie heißt er gleich noch, dass die Kiste voll ist und dann einfach da reingeladen hat bis zum geht nicht mehr und dann alles gelöscht hat. Ja, genau. Kiste voll. Und der dann nicht erkannt, dass die leer ist. Ich glaube, das liegt aber daran. Ja, genau, für den Builder hier. Ich vermute, dass der Builder oder das Refined Storage bzw. diese extra Kabel nicht mit Suffocated Storage gut zusammenarbeiten. Und man dann in dem Fall hier eher eine normale Kiste hinstellen muss. Deswegen habe ich jetzt die Updates hier reingesetzt. Und ja. Ja, aber was ich jetzt vorhab, ist eigentlich Folgendes. Ich wollte hier unten, das ist ja jetzt hier so ein Kreis, ne? Die untere Ebene wollte ich mit... Wie heißt es gleich noch? Mit. Ja, genau, die habe ich jetzt dahin gesetzt. Vorher hatte ich nur eine Iron Chest mit ohne Upgrades. Das hat halt zu dem Problem, glaube ich, geführt. Aber was ich jetzt hier vorhabe, ist, ich will den Boden hier von dem Bedrock aus 4 hochsetzen. 1, 2, 3, 4. So, dass wir dann den vierten Block hier oben als Boden haben. Dann haben wir 3 Blöcke, wo drin wir Kabel verlegen können. Und dann wollte ich das machen, dass wir eine 5er Höhe haben. Eins, zwei, drei, vier. Genau, also eine 5er Höhe haben. 1, 2, 3, 4 und dann 5er Höhe. Und das dann so in der Sphäre 5 nach oben bis zum Mittelpunkt machen. Dass das nicht ganz so flach aussieht. Ja, ich weiß. Und da drüber kommt dann unser normaler Storage. Den machen wir dann, oder was heißt Storage, unsere Basis. Das machen wir dann ein bisschen größer. Also, mal gucken, aber da lassen wir jetzt den Builder durchrennen und... Ja, genau.
Ja, die wurde eben gerade schon wegplaniert. Aber ja, die Megatorch hatte ich genau hier in den Mittelpunkt gesetzt, dass ich genau weiß, wo die unten am Boden ist. Und ja, aber den unteren Bereich hier wollte ich eigentlich rein für Ressourcenfarm machen. Also ich denke mal mit den Bienen was machen und vielleicht so kleine Häuser bauen für die Zentrifugen. Irgendwie sowas. Also mal gucken. Und darüber dann halt unsere Basis und dann vielleicht in die südliche Richtung. Also in die Richtung. Habe ich ja auch schon was gebunkert, wie heißt es nicht gebunkert, sondern ein Active Loading. Und da wollte ich dann vielleicht eine, wie heißt es, eine Walltür machen. Und dahinter den Reaktor wäre die Idee gewesen. Genau. Aber alles halt irgendwie zentral um den Fahrstuhl herum. Ach ja, und Sonntag um 19 Uhr öffnet das End. Ja, das reicht ja aus. Ups. Oh. Ich glaube, ich habe eine Regel nicht eingehalten. No. Oh, fuck. Es wurden heute Regeln vorgestellt, die darum gehen, dass man hier die Sachen rausholen sollen. Und ich hab's nicht gemacht. Hoppala. Ja, die Brine Tower, da hatte ich gedacht. Ach, ich muss hier nur ein bisschen. Wie heißt es gleich noch? Das. So. Pipes. Ganzen. Wie heißt es gleich noch? Obwohl. So, die nehmen wir 20er Höhe für unsere Base.
Was wäre, wenn wir Paint benutzen? So. Folgende Idee habe ich jetzt. Das dürfte vielleicht auch ganz cool aussehen. Wenn das hier jetzt unsere runde Base ist. Und hier kommt unser Fahrstuhl an. Das ist jetzt irgendwie so. Dann muss ja das Fahrstuhlende nicht bündig mit dem hier sein. Da war jetzt die Idee dann einfach. Oh Gott. Einfach hier so ein Donut reinzusetzen. Das dann halt eher so. So, dass dann halt hier unten das ein bisschen geringer ist, aber hier außenrum donutförmig, dass ich dann da halt die Brian Tower reinstellen kann. Das wäre so die Idee. Dann könnte ich dann halt wirklich dann hier die Tower reinsetzen. Oder... Ja, das ist ja das geringste Problem. Aber... Wir wollen ja hier unseren Fission-Reaktor hinsetzen. Den können wir ja aber tiefer setzen. Oder die Brine Tower könnten wir hier unten hinsetzen. Von auf der Höhe der Bienen. Aber dann ist hier bei den Bienen ist hier die Verbindung nicht. Und dann kommt hier die Brine Tower hin. Und da drüber setzen wir eine Glasscheibe. Und und über diesen Brine Tower setzen wir die Maschinen für, wie heißt es gleich noch? Für Deuterium und, das andere, ne? Jetzt habe ich die Idee. Hier unten machen wir alles fertig für den Deuterium und, das andere Tritium? Tritium war es, ne? Ja. Und hier oben, über dem Fahrstuhl, setzen wir den Fusionsreaktor. Das können wir alles mit dem Quantum Entangler umschalten. Also, durchschalten. Dann haben wir das dann hier oben laufen. Unten in diese Richtung hier, also hier drunter irgendwo, laufen dann die, hier so laufen die Brine Tower, wenn wir das hier so haben. Ja, und mit den, ja, guck mal, und die können wir außerhalb des Bildes setzen, und zwar hier oben hin. Die setzen wir hinter... Hier oben wird dann der Totenkopf... Das wäre doch auch die Idee. Da wird der Totenkopf-Schädel, das Schädeldach, was bis hier hinten wahrscheinlich irgendwo gehen wird, nutzen wir für die Solar-Neutronen-Activator. Das ist, da können wir die Deko auch gleich aktiv benutzen. Die wären halt im Tageslicht, die. Ich dachte da eher an
Moment. Oh Gott. Hilfe, Moment. Was ist... So, Bilder. Wo habe ich das? Hier. Die Idee hatte ich. Wenn wir da schon so eine riesengroße Glatze eigentlich oben an den Kopf des Berges bauen, können wir die auch aktiv für unsere Solarproduktion nutzen, oder? Ja, irgendwie so. Das war die Idee, die mir gerade gekommen ist. Dann bringen wir alles unter und haben aber trotzdem noch die Chance, den Fusionsreaktor hier oben nice zu betrachten. Der würde dann hier oben sitzen. So. Oh mein Gott, wird das ewig dauern. So, guck mal, wenn wir dann die... Der ist ja 2 hoch. Dann könnten wir einfach immer so einen Abstand machen. Und dann schaut da nur ein bisschen was raus. Und von unten machen wir dann halt den Boden schwarz oder so. Das wäre auch eine Idee. Ja, das könnte auch sein. Aber hey, wann sind wir mal da oben und gucken das an? Ich habe da noch eine Idee. Damit es schneller geht. Dim. Pipes. Ja, genau. Ups.
Fabric Cable. Was ist denn ein Elite Requester? Ah, okay. Wieso geht Exporten immer schneller als Importen?